Über Sport ist in unserem Land gut sagen und gut hören. Sport ist unser Bestes. Obwohl wir doch ein winziges Land sind. Ist Ihnen das bewusst, dass wir ein winziges Land sind? Wir sind ein kleines Land. Und dieses kleine Land ist im Sport doch so mächtig. Freilich, da wir so mächtig sind, ergeben sich daraus auch sehr viele Besorgnisse, zum Beispiel für mich als Elternteil. Denn wo alle so gut sind, ist es natürlich eine Schmach, wenn von den Kindern nicht ein einziges einen Weltrekord vorweisen kann. Mein Sohn ist leider keiner von den Großen des Spitzensports, weil körperlich zu lahm. Ich will mein Fleisch und Blut zwar nicht verstoßen, doch ich empfinde nationale Scham. Und ein weiteres Epigramm. Der Radsportler sprach perfekt Skandinavisch. Ihm fielen Norwegisch und Dänisch nicht schwer. Auch Schwedisch beherrschte er, mündlich und grafisch. Nur im Finnisch versagte er. Ich habe hier meine Erörterungen über Sport nicht ohne mir etwas dabei zu denken an diese Stelle gesetzt. Denn ich wollte damit Anstoß geben für das, was jetzt geschieht. Und zwar handelt es sich um C.U. Wiesner, diesmal in die Richtung Sport. Ja, kommen wir doch jetzt von der Kleinkunst wieder zurück zur Literatur. Friseur, kleine Korte als Fußballfan. Dann nehmen Sie Platz, Herr Heimrat. Was gibt's denn Neues auf dem Bau? Wieder Nachtschichtjahr? Ja, Sie müssen schon entschuldigen, wenn ich heute nicht ganz momentan bin. Ich habe eine ganz miserable Nacht hinter mir. Nun stehe ich schon seit heute früh mit meinen Plattbeinen alleine im Laden. Wenn die Hilfen dann gar folgen, bin ich wahrscheinlich los. Und weg ihn erstmal den Kittel um. Bin. Machen Sie das mal, ja, mit dem halb ausgekohlten Arm. Nee, nun denken Sie womöglich noch, ich hätte mich volkssportlich betätigt und womöglich mit Herrn Kafolke noch so einen griechisch-böhmischen Ringkampf ausgetragen. Nee. Das geht alles auf das Konto von dem berühmten König Fußball. Ich meine, mein bedientes Alter geht ja normalerweise nicht mehr selber auf den Fußballplatz. Kriege ich mir wie Sie im Fernsehen an, damit man vor der Kundschaft nicht als Mullekind doof dastehen will. Ja, ja, sag ich nur also neulich zu Klempner Bumsmeier. Mit der Nationalmannschaft, da gehört eben junges Blut drin, so eine jugendlichen Flitzer, wie der Löwe oder der Vogel oder der berühmte Kapitän Sigusch, nicht? Opa Kleidekorte sagt da, du bist nicht mehr auf dem Laufenden. Brauchst Nachhilfeunterricht. Nächsten Mittwoch fängst du dir mit einem frischgewaschenen Hals an eine alte Försterei ein. Da spielt Eisern Union gegen die Pfeifen von Dynamo Dresden. Und wenn unsere Jungs die müden Sachsensäcke erst aufhauen wie die Russen ja hier. Ja, denn siehst du mal unseren wahren Fußballgeist pulsieren. Wissen Sie, so ganz geheuer war mir ja bei meinen Zusagen nicht. Niemand, man hat schon die merkwürdigsten Dinger von da draußen gehört. Ne? Und ich sagte mir, das muss man eben eigenhändig in Augenschein nehmen. Weg mir also meine Hilfen greifen. Ich habe vorher gesagt, seit Jahren bin ich wie ein Vater zu Sie. Da werden Sie mir morgen auf dem Fußballfeld begleiten. Wohin? Fragt er mir. Schaut zur Eisernen Union. Daraufhin fragt er mir, ob ich einen kleinen Mann im Ohr hätte und er lasst sich doch nicht das Jackstück vollhauen. Gut, sag ich, kann er ihn hiermit zu meinem persönlichen Geleitschutz nicht. Ach, Mutter, die war geradezu ihr Kaffeekränzchen gegangen. Wenn die unsere Vorbereitung gesehen hätte, wären wir ja nicht erst heil aus dem Laden rausgekommen, nicht? Ich selber schmiss mir von oben bis unten in Leder. Ja, also, das war die Kluft aus meiner früheren Motorradfahrzeit. Also Staubkappe, lange Lederjacke, Schnürstiefel und dazu mit ganz langen rot-weißen Flatterschal. Nee, also wirklich, wie ich mir so im Spiel bekickte, noch dazu mit die umgehängte Hupe von meinem Oldtimer, ja, kam ich mir mindestens 50 Jahre jünger vor. Herr Kafolke erschien dagegen mir in so einem unauffälligen Detektivhabilitus. Also mit großkariertes schwarz-gelbes Sakko, schwarz-gelbes Schiebermütze und so eine Checkpoint-Pfeife. Und dann hat man sicherheitshalber für jeden von uns eine Pulle Doppelkorn spendiert. Ja, das war schon im Ersten Weltkrieg so. Da kriegen wir auch vor jedem Sturmangriff immer erstmal Extra-Ration. Entschuldigung, es muss ein ganz kleiner Kratzer.
sag ja aber, die Messer von Trübstein viele schärfer. Eine vor das Stadion, an der alten Försterei. Himmel und Menschen und eine Fröhlichkeit und die ganzen lustigen Transpirente und die Schlachtgesänge. Hat mir richtig hoffnungsfroh gestimmt. Das heißt ja, böse Menschen haben keine Lieder mit. Und ich sage noch zu Herrn Kafolke, ich sage, unsere Schutzhelme, die werden wir wohl ja nicht brauchen. Da hatte ich uns nämlich vorsichtshalber aus unserer ehemaligen Damenabteilung so zwei so eine leichte Trockenhauben mitgenommen. Einmal sehe ich doch, wie sie da am Eingang die Kunden filzen. Das ist wie beim Zoll, ja? Also absuchen auf geistliche Getränke. Ich geiße es hier, werde ich auf den einen Ordner zu und sage hier, sei auf Herrn Kafolke, dieser Herr hat eine Pulle im Sakko, ja? Und zack, war das Ding los, die Granate, wa? Ja. Und Mann, hat der mir Vorwürfe gemacht. Ich sage, Herr Kafolke, wie wir drinnen waren, denken Sie doch mal logisch. Nicht? Auf die Art haben wir da wenigstens meine Heil durchgebracht. Nicht? Auf den Schreck haben wir erstmal ihn genommen. Von dem Fußballspiel selber haben wir nichts auf Fälle gesehen. Wir standen ziemlich eingekeilt, vor uns lauter so eine lange Lulatsche, dass wir nichts sehen konnten, außer ihre Hemden. Und da stand Hertha BSC drauf. Ja, dachte ich so ganz stolz bei mir. Ja, so eine Anziehungskraft übt unser vielgeschmähter Fußball auf die von drüben aus. Ja, bis die sich auf einmal umdrehten. Da bin ich ganz stille geworden. Da habe ich nämlich die Bengels erkannt aus unserer Straße, wo schon seit einem Vierteljahr wie eine Schlägerei im blauen Affen Lokalverbot haben. Kein Mucks halt mehr gesagt. War auch verkehrt. Jetzt klopften sie mir immer von hinten hier in den Rücken, ja, und fragten mir, ob ich taubstumm bin oder verkleideter Bulle. Ja. Da haben wir nur vor lauter Angst haben wir ganz laut losgebrüllt. Haut die Sachsen, mang die Haxen. Das war aber noch das Harmloseste. Dazu habe ich wieder meine Hupe bedient, tut mir heute in der Hand weh. Und zwischendurch haben wir von wildfremden Männern dauernd Schnapsmuster trinken. Ja, können Sie sich denken, ja, wie nur endlich die Halbzeit ausgepfiffen wurde, haben wir uns natürlich klammheimlich rüber nach der anderen Seite verzappt. Und diesmal haben wir nur, um nicht aufzufallen, gleich als Erste losgebrüllt. Hatten wir ja gerade erst gelernt. Jeden doofen Sachsen aus, blasen wir jetzt unseren Marsch. Ja, zuerst wunderte ich mich auch, dass keiner in unseren kleinen, fröhlichen Sprechchor einstimmen wollte. Und dann war ich auch schon meinen rot-weißen Flatterschall los. Ich, aber ich meine, Unmenschen waren die Dresdner auch nicht. Nachdem wir dann unseren Schnaps spendiert hatten, haben wir ganz laut mitgerufen. Berlin hat groß fressen, Dynamo wird sicher, Union ab in die Liecher. Das hat uns so einen Spaß zubereitet, sag ich Ihnen. Das war beim Rausgehen ja nicht gemerkt, da haben wir schon wieder einen falschen Haar geraten. Ich nehme aber an, dass der Schnaps, der muss ein bisschen zu warm gewesen sein. Herr Kafolke in seine schwarz-gelben Schreckfarben, der fing als erster ein Ding ein. Der ist auch gleich wieder aufgestanden. Aber von wegen ihr Leidschuld, so habe ich noch nie einen Menschen wetzen sehen. Er und ich selber erzähle das eigentlich nicht gerne. Ich kriegte von hinten meine eigene Trockenhaube übergestülpt. Und dann wurde duster. Dann bin ich erst hier so mühsam zu mir gekommen, wie sich zwei Polizisten über mir beugten und an meinem Personalausweis rumzuppelten. Da höre ich doch, wie der eine sagt, ach nee, weiter schlimm, das olle Männchen ist nüscht wie stockbesoffen. Konnte ich nur gerade noch, mit letzter Kraft konnte ich nur noch leihen. So was sagt man nicht. Für ihn bin ich amtlich eine hilflose Person. Ich erziehe über ihn auch keine Polizistenwitze. Und dann haben sie mir schon Ring geschaufelt, wenn die in Funk waren. Dann ging's ab. Ah, nicht etwa aufs Revier. Viel schlimmer. Direkt nach Hause bei Muttern. Und was die olle Frau je in mir rumkrakeelt hat, sag ich Ihnen, da jenen sind ihrer Daubrüder von Eisern Union noch die reinsten Thomaner-Knaben. Macht 2,50.